Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Ja, wir sollen jetzt dem Kerl hier folgen, Oris, weil er den Leuten da vorne ausweichen will. Was sind denn das? Freeside-Schläger. Freeside-Schläger, Freeside-Schläger, Oris. EDI. Gut, weil da vorne sieht nicht einer so aus, als ob der so eine RNK-Kleidung anhat. Aber folgen wir ihn erstmal. Aber bevor wir ihn folgen, ne, dann müssen wir erstmal hier was futtern, weil wir nämlich Hunger haben. Was essen wir denn? Essen wir ein Gecko-Steak. Gut. Ich mag den Mond. Boah, renn nicht so schnell. Als ob das irgendwie eilig hat. Der sagt, er möchte es ohne Umwege machen. Hab ich Oh, da euch! stehen ja auch schon Hab wieder. wohl gedacht, ihr könnt uns überfallen, was? Hä? Kein Problem. Wenn Sie einen dieser anderen Deppen angeheuert hätten, dann würden Sie jetzt bis zum Hals in Abschaum stecken. Siegent 6. Hey, Sie haben nur drei Kugeln abgefeuert und da sind vier Typen. Ja, das frage ich mich auch gar nicht, weil das habe ich mich jetzt auch gar nicht gefragt. Da sind nämlich vier. Sie haben das bemerkt, was? Ich habe extra genau auf die Weichteile gezielt, um auch den Kerl dahinter zu treffen. Oh, das war alles nur ein ganz großer Schwindel, um das Geschäft anzukurbeln. Das ist eine interessante Theorie, die Sie da haben. Die behalten Sie mal lieber für sich. Gehen wir weiter. Okay, falschen würde uns nichts bringen. Ich denke, ich werde mein Geld behalten. Gehen Sie doch mit Ihrer Geschichte sonst wohin. Ab. Okay. Wartet mal, ich speichere jetzt mal. Ich habe gesagt speichern. Ja, mich würde jetzt was interessieren. Der Steiger scheint tot zu sein, ein Opfer der jüngsten Köpfe, den Körper näher untersuchen. Eine kurze Untersuchung zeigt, dass der Steiger noch am Leben ist und sich nur tot stellt. Okay, das Das ist ja mal geil. Was? Och, Oris ist tot. Das finde ich ja schade. Kommt davon, wenn man sie mit uns hier anlegt. Okay. Können wir gleich ausnehmen? Obwohl, nee. Wir wollen ja, wenn dann hier schon zu so den richtigen Verlauf machen. Das ist nur so ein Test. Weil ich mir irgendwie schon gedacht habe, dass der Kerl etwas komisch ist. Ja, wenn, dann könnt ihr auch eure Waffen fallen lassen. Gut. Gehen wir einfach mal mit. Wir wollen ja zügig, dass er das Geld gelohnt hat. So, Sunset Esperella nehmen wir mit. Tja, hier sind wir. Ich gehe davon aus, dass Sie den Mund über das halten, was wir besprochen haben. Sonst. Gut, gehen wir mal zum King. Dem wird diese Info bestimmt freuen. Weil wir sollten das ja für ihn machen. Ah, ein Bus. Ich mag Busse. Busfahren? Nee. Die hätten mal frühzeitig ruhig mal so ein wenig aufräumen können. Alter Ben. Worauf schießt denn der? Wieso schießt der da oben hin? Ist da vorne jemand? Da vorne ist jemand. Oh. Gut, die Sache hat sich erledigt. Schön. Mal auf zum King. Und was machen wir dann als nächstes? Ich bin jetzt gerade nur überlegen. Ach, keine Ahnung. School of Impressionation. Impersonation. Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie Verkörperung, irgendwie Ausdruckstanz oder was weiß ich. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Ah, der King scheint jetzt nicht hier hinten zu sitzen. Nee. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal hier lang. Ah, hier geht's die Treppe rauf. Okay, da scheint da hinten in einer Ecke zu sitzen.
Vielleicht in dem Raum? Nee. Wahrscheinlich dann doch nochmal einen Stockwerk höher, falls wir eine Treppe finden sollten. Gibt es hier vielleicht eine Treppe oder so? Ja, da. So. Vielleicht ist er jetzt hier in dem Raum. Nein. Ist er in dem Raum? Ja, da sitzt er ja. Mit einer Groupie des Kings. So, der King. Was haben Sie für mich? Ich finde die Stimme von ihm cool. Oris ist ein Betrüger. Er täuscht Angriffe auf seine Kunden vor und spielt dann den Helden. Aha, so kommt das also. In Ordnung. Ich sorge dafür, dass ein paar meiner Jungs ihn schnappen, wenn gerade keiner hinguckt. Sie haben mir schon was gezeigt. Vielleicht können Sie mir also mit einer etwas wichtigeren Sache helfen. Eine Menge Leute, die schon eine Weile hier sind, nervt die schiere Zahl an Menschen, die in die Gegend gekommen sind, seit der Strip gebaut wurde. Viele der Neuankömmlinge, die meist aus der RNK kommen, sind ziemlich gereizt, weil man sie nicht mag. Gelegentlich wird es dann auch gewalttätig. Um so eine Gelegenheit geht es. Vor kurzem sind ein paar meiner Freunde angegriffen worden und ich möchte, dass sie herausfinden, wer es war. Sie sollen gerade im Old Mormon Fort nördlich von hier aufgewacht sein. Gehen Sie mal rüber und hören Sie nach, ob Sie sich an etwas erinnern. Ich mache mich so auf den Weg und ziehe es mir an, wenn ich dazu komme. Gut. Kommen Sie her, wenn Sie etwas herausgefunden haben. Gut. Jetzt haben wir wieder eine Mission. Ja, jetzt werden wir wieder mit Mission zugebasht. Gut. Wir fangen jetzt einmal von unten an, ab hier. Gut, jetzt dürfen wir Schulden eintreiben. Da Daten. Jetzt dürfen wir den ganzen Weg runterlatschen. So, wo war die Treppe? Vielleicht hier hinten. Erste-Hilfe-Kasten. Das nehmen wir alles mit, weil Stimpack und so. Stimpacks sind geil. Können wir eigentlich EDI mit einem Stimpack heilen? Tatsächlich. Wie geil. Scheiße, falsche Taste. So. Ah, hier geht's runter. Mal hier runter. Hier rüber. Hallo. Boah, wieso muss das hier alles so verzwickt sein? So. Raus hier. Ich mag hier nicht mehr sein. Gut, gehen wir Schulden eintreiben. Lokale Karte, ist hier irgendwo einer vielleicht? Da vorne in der Ecke scheint einer zu sein. Beim Strip halt. Nur kurz vorm Strip, weil wir müssen jetzt in den Strip rein. Würden wir, glaube ich, nicht reinkommen. Nicht so schnell auf jeden Fall. Stress. Gut, was droppst du? Ja, wir haben Durst. Gut, dann trinken wir eine Kleinigkeit. Wir dürften aber nicht mehr allzu viel zum Trinken haben. Das dürfte ein Problem darstellen. Noch drei aufbereitetes Wasser und schmutziges Wasser. Haben wir gar nicht, weil ich meine noch, dass wir Akkad was gegeben haben. Ich bin mir allerdings nicht so sicher. Aber ich hoffe mal, dass es reicht für die nächste Zeit. Nordort des Strips. Dort wollen wir nicht hin. Wir wollen... Wahrscheinlich ist es die Frau da. Gut. Hallo, schön Sie zu treffen. Du hast eine komische Nase. Ich wurde von den Gals beauftragt, sie zu finden. In diesem Fall sind sie wohl zum Eintreiben da. Es tut mir leid, aber ich habe nicht genug Kronkorken dabei, um die Schulden zu bezahlen. Wenn jemand meine Karawane aus der Höhle bergen würde, könnte ich locker bezahlen. Aber wer will sie schon damit abgeben? Ladykiller, Jane, eine Dame ihres Formats, hat doch sicher ehrbar genug, ihre Schulden einzuzahlen. 21. Vielleicht können sie etwas Wertvolles anzahlen. Ich könnte von ihrer Karawane zurückholen, Lady Killer. Oh, sie wunderbar charmanter Kerl von einem Mann ist. Es stimmt, ich kann meinen Ruf nicht wegen einer solch lächerlichen Summe verlieren. Hier sind meine Schulden, vollständig bezahlt. Die Rückkehr nach Kalifornien wird zwar etwas beschwerlich, aber ich bin eine belastbare Frau. Hier ist die letzte bekannte Position meiner Karawane, falls Sie danach suchen wollen. Auf Wiedersehen, Hübscher. Ich bin ein Hübscher.
Okay, jetzt muss ich wissen, was sie mir da aufgeschrieben hat. Miguels Pfandhaus, Vault 3, Samsam Felsen, Klein, bla bla bla. Black Mountain. Verlassener Bruderschaftsbunker. Nordpassage. Okay. Was? Wo müssen wir jetzt hin? Ach, Brockblumenhöhle. Was? Wir dürfen jetzt wirklich da runterreisen? Nee. Meine Menschen werden gleich, die Show muss weitergehen. Die Show must go on. Ach du Scheiße, wo müssen wir denn hier überall hin? Sie scheinen neu in Freeside zu sein. Alter Ben. Deswegen ein kleiner Tipp. Gehen Sie nicht am Südtor-Begrüßer vorbei, ohne mit ihm zu reden. Danke für den kostenlosen Tipp. Wer sind Sie? Man nennt mich den alten Ben. Ich lebe schon seit meiner Geburt im Freeside. Warum sollte ich nicht am Begrüßer vorbeikommen? Diese Bots sind so programmiert, dass sie jeden vaporisieren, der das eingezäunte Areal ohne Erlaubnis des Begrüßers betritt. Erzählen Sie mir von sich. Ich habe fast alles mal gemacht. Kurier, Metzger, Schreiner, Eskorte, Leibwächter. Auf einiges davon bin ich sehr stolz. Aber ich tue mein Bestes, der Stadt zu helfen, wenn ich kann. Kurier, ich habe als Kurier gearbeitet, bevor man mir in den Kopf geschossen hat. Metzger, Schreiner, Leibwächter, sprechen wir über was anderes. Okay, Kurier. Einer der das überspringe ich jetzt einfach mal alles. Das hört sich seltsam an. Was auch immer, Schreiner. Nach einer Weile hatte ich genug Geld für einen Vegas-Pass verdient. Okay, was ist passiert? Das ist ja schrecklich. Sie sagten Eskorte, so eine Art bewaffneter Handlanger. Tja, so. Sie ließen sich für Sex bezahlen? Das hört sich nicht schlecht an. Ich war auch noch verdammt gut darin. Aber nach einer Weile fühlte ich mich nur noch wie ein Stück Fleisch und musste einfach aufhören. Leibwächter? Als ich mit dem Eskortieren aufhörte, hatte ich genug Geld für einen Pistolengurt und etwas anderes. Okay, sprechen wir über was anderes. Würden Sie gerne für die Garretts arbeiten, genau? Ich habe mich zur Ruhe gesetzt. Aber das Leben wird ohne ein bisschen Aufregung langweilig. Worum geht's? James Garrett braucht jemanden, der seinen Anspruchskunden den Lebensgefährten gibt. Ah, verstehe. Und Sie denken, dass ich wegen meiner Erfahrungen als Eskorte an sowas interessiert wäre? Ich bin ausgestiegen, weil ich mich danach immer leer und hohl gefühlt habe. Warum sollte ich mich jemals wieder so erniedrigen wollen? Paragraph 50, Sie wären ein Leuchtturm der Hoffnung für deprimierte Menschen. Ihre Arbeit wäre Kunst. Wenn Sie böten Ihren Kunden eine wertvolle Auszeit von den Übeln der Welt. Die Bezahlung ist gut und Sie legen Ihre Arbeitszeit selbst fest. Paragraph 50. Wissen Sie was? Sie haben recht. Ich habe die Sache einfach von der falschen Seite betrachtet. Für manche könnte ich eine liebevolle Muse sein und bei anderen nur Stress und Anspannung lösen. Danke für die Erkenntnis. Sagen Sie, Garrett, dass ich gern sofort im Wrangler anfange. Mal wieder was anderes als dieser langweilige Ruhestand. So habe ich den alten Ben zur Ruhe gemacht. Gut, wo wollen wir denn jetzt hin? Atomic Wrangler und Freeside und Freeside. Finde ich mal nett. Wir haben eine Ruhe gemacht. Kann man noch so bezeichnen, oder? Ich glaube schon. Schüsse. Boah, hier kann man echt nicht 2 Sekunden lang unterwegs sein, ohne dass man Schüsse hört. Gut, wir müssen jetzt mal hier rein. Zur Hölle, habt ihr irgendwelche Probleme da vorne? Ja, du bist auf dem Schleimhaufen. Hey. Silver Rush. Da, Atomic Wrangler. Müssen wir echt da rein? Was müssen wir denn noch machen? Ghoul Cowboy finden, Sexbot rekrutieren. Ja, so, sagen, dass der alte Ben angekommen ist. Man hätte ihn ja auch Big Ben nennen können. Ich weiß, der war scheiße. Aber der muss jetzt einfach sein. So, James Garrett. Hey Kumpel, willkommen zu. Okay, die Angler versuchen nach einem Handelspartner. Ja, genau. Ist das so? Das wäre mir neu. Wir könnten sie wohl versorgen, aber im Gegenzug müssten sie uns auch versorgen. Sie haben das Know-how, um unsere Destillen effektiver zu machen.
Durch reineren Alkohol werden unsere Gäste schneller betrunken. Und schneller betrunkene Gäste sorgen für mehr Kronkorken auf den Tischen und mehr gestopfte Schlitze, wenn Sie wissen, was ich meine. Den Alkohol könnten Sie auch als Desinfektionsmittel benutzen. Die Anhänger sind ein guter Haufen. Haben unsere Jungs schon öfter zusammengeflickt. Vielleicht ist sie sich da was machen. Gut, wir versorgen sie mit so viel Medex, wie wir kriegen können. Was Fixer angeht, können wir aber nur ein paar Grundzutaten rüberschicken. Es gehört nicht zu unserem Geschäft, Leute von ihren Abhängigkeiten zu heilen. Daher kümmern wir uns nicht um solche Sachen. Die Anhänger sollten was aus den Materialien zusammen... Okay. Was? Sie wollten jemanden mit einer Samtenstimme als Eskorte? Ich habe jemanden gefunden. Und wer könnte das sein? Der alte Ben hat die Erfahrung und die Fähigkeit, die ich suchen, ja. Ich habe Geschichten über diesen alten Kerl gehört. Erstaunlich, dass er noch am Leben ist, nach all dem, was er mitgemacht hat. Wenn die Geschichten stimmen, wird er uns hier im Wrangler sehr nützlich sein. Sehr guter Fund. So, bis bald. Guten Tag. Ja, so haben wir auch nebenbei was hier für die Leute hier getan. Und jetzt gehen wir mal hier lang. Ich sollte mal meine Waffen nachladen. Freeside. Wo geht's denn hier lang? Wieso ist mir die Tür nicht vorher aufgefallen, weil ich da nicht reingeschaut habe im letzten Part? Sondern nur diesen Kerl da abgeholt habe, der da gelegen oder gesessen hat. Gut. In dem Teil von Freeside scheint auch noch jemand zu sein. Da steht einer der Kings. Gut, wo müssen wir denn ganz genau hin? Boah, nee, ne? Hä? Wie sollen wir denn dahinter kommen? Kann man da vielleicht irgendwie da vorne so rumgehen? Sieht so aus. Ich meine, jetzt gerade einen Schuss gehört zu haben. Ja, tatsächlich. Vielleicht müssen wir hier so außen rumgehen. Dann checken wir mal hier die Gegend ab. Vielleicht da vorne? Ja, da vorne scheint ein Eingang zu sein. Wenn es nicht zugenagelt ist. Nee, ist nicht zugenagelt. Ich schätze, hier sind wir richtig. Gut. Dann mal... zerstörter Laden erfordert Schlüssel. Okay, kann man hier noch weiter rumgehen? Scheint so. Wir müssen jetzt hier um den kompletten Block rennen, oder wie? Dann scheint das da vorne der Eingang zu sein. So weit außen rumlaufen. Tür ist doch auch nichts. Och nee, da vorne. Boah, der Eingang ist ja total mies versteckt. Colin Robotics. Ah, ich glaube, da scheint der Sexbot drin zu sein. Und ein paar Feinde. EDI stand da drauf. So. Halt's mal, Ratte. Gut, ich mag mich jetzt nämlich hier nicht großartig mit den Robotern hier... Meinte Roboter mit den Ratten hier rumprügeln. Oh, ein Protekon. So, die Energiezellen nehmen wir alle mit. Das Skelett hier hat zerlegt beim Fernsehen schauen. Die Munition ist mir eindeutig zu schade bei dieser Waffe. Ich glaube, ich nehme... das Jagdgewehr, davon haben wir genug Munition. Glaube ich. Gefahr. So. Auf geht's. Gut, das hast du gut gemacht. Arcade. Dampfanzeige. Ah, du hast Energiezellen, das nehme ich mit. Hier. Was finden wir hier? Hier finden wir da einen Aktenschrank mit zwei Kronkorken. Hey, boah, jetzt sind wir reich. Jetzt können wir uns den ganzen Strip kaufen und so. Hier lang. Sons of Desperella. Na klar. Na klar, dass ich wieder da rauskomme. Werkzeugschrank. Vielleicht ist da irgendwas Besonderes drin, ne?
Ja, jetzt weil wir es auf 50 haben, können wir mittlerweile diese Schlösser hier knacken, die durchschnittlichen Terminalzugang. Werden wir vielleicht gebrauchen. Probe-Ratte. Werkbank. Da. Recycling. So. Da, wir recyceln hier ein wenig. Wir sind ja umweltfreundlich. Und hier können wir nur zerlegen. Interessiert uns nicht. Ah, ich glaube, da drin scheint unser Sexbot zu sein, den wir besorgen müssen. Ich weiß, ich habe gerade Sexbot und besorgen in einem Wort benutzt. Meinte in einem Satz. Gut, wir haben hier das Teil. Diagnoseroutine starten. Nennwert für alle Systeme. Programmroutine hochladen. Okay, was sollen wir jetzt machen? Jetzt laden eine Routine auswählen, da ist nichts. Diagnoseroutine starten. Nennwert für alle Systeme. Okay, wie scheint... Es ist doch nicht so einfach, wie ich mir gerade gedacht habe. Aber wir werden jetzt sowieso an dieser Stelle den Part beenden. Das war wieder Let's Play Fallout New Vegas. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschaußen.